Ja, hallo liebe Freunde, ich spiele Seven Days to Die. Willkommen am Tag 2 im Mod Starvation. Heute liegt eine Menge an. Ich habe ein Iron Pickaxe gemacht und ich will ungefähr 10 Ressourcensteine haben. Ich habe kein Gramm Holz mehr, das heißt, wir müssen auch noch Holz ein bisschen fällen. Bäume fällen, nicht Holz fällen. Aber erstmal hier aus dem Krankenhaus raus. Ich will auch noch heute irgendwann den Erdropon 12. Dann habe ich ja auch gepflanzt. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich die Pflanzung auch wieder irgendwie in den Griff kriege und ernten kann, wenn da überhaupt noch was steht. Weil immerhin ist das ja der Mod hier und bei dem Mod ist das ein bisschen schwierig alles. Wenn jetzt schon die Ratten gekommen sind, dann ist vorbei mit lustig. Dann habe ich viel Arbeit für nichts ausgegeben. So, wo geht's hier raus? Brauche ich auch noch ohne Ende. Ja, da ist eine Spinne, die will den Leben verteidigen, glaube ich. Na, dann lassen wir sie erstmal. Auch ihr Ressourcensteine. Komm her, du Wurm. Schade, hab's du nicht gekriegt. Ausdauer ist immer noch ein sehr großes Problem. Vorne sitzt ein Bär. Quatsch. Ein Affe. Also ich will da nicht näher ran, weil ich trau dem nicht. Ich bringe das Eisen erstmal nach oben und fange an zu schmelzen. Ich
Plastiksoldat. Ja, auch schön. Wir haben 10 Uhr gleich. Das ist aber auch ein Biest, ey. Wo ist er denn? Ja, Spinnenmann, da will ich aber her. Sollst du nicht leben lassen. Ja, Spinne, recht hast du. Besser 5 Minuten feige als ein ganzes Spiel tot. So, wo lohnt sich reinzugehen? Ich denke erstmal in das Versehrtenhaus da vorne. Der Schäferhund wieder. Ich muss mal zusehen, dass ich irgendwie so ein Ding zusammenfriemel, womit ich den zähmen kann oder an mich binden kann. Ich muss die Truppe erstmal hier ein bisschen beruhigen. Mach eben ein bisschen Platz für den Airdrop. Na gut, das muss so reichen.
Das ist doch wieder ein Spinnennest, ey. Ich habe zwar schon Eisenpfeile, ja, aber mit dem fertig zu werden ist ein bisschen schwierig an Tag 2. Da war eine Schlange hinter mir. Das Miststück, ey. Und die ist auch noch schnell. Da steht doch wieder auf. Idiot. Ich kann nur die Viecher nicht abschießen. Was ist das denn da? Ach, noch ein Tiger, ne? Ja. Ja gut. Dann gehen wir halt hierher. Ich meine, der heilt sich mal zwischendurch. Ah! Wo, wo, wo? Wo ist der Kopf? Ui, haha, schön gemacht habe ich das, schön. Ja, und jede Menge Teile. Gut, nehmen wir alles. Jetzt müssen wir den Kack erstmal wieder wegbringen und holen uns dann den Airdrop. Ich versuche immer hier reinzukommen. Ich keinen Block auseinandernehmen muss. Ist denn noch einer? Jetzt hole ich mir die Kiste und dann haue ich hier ab. Die haben doch... Ja, aber vielleicht hat er ja was Gutes drin, ne? Boah. Ja, einen Scheiß werde ich tun, ey. Das haben wir einmal gemacht jetzt. Aber wir müssen sowieso gucken, ob wir irgendwie was ernten können von dem, was ich gestern ausgesät habe. Und deswegen hauen wir da ab und lassen den Restbus da stehen. Wenn ich besser bewaffnet bin, komme ich zurück und hole mir den. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Restbus überall an der Kiste jetzt liegt, damit sie die Kiste bewacht haben oder so. Ich weiß es nicht, ich stelle mir das so vor. Sind in den Tüten versteckt und die Fliegen, die gehen noch. Schlimmer sind die Hummeln. Ne, Quatsch, die Bienen. Da ist schon die erste Ratte. Scheißdreck. Und hier ist ein Feld mit Kartoffeln. Dann holen wir uns die Kartoffeln hier eben weg. Das ist die Ratte, die mich frisst. Und da steht der Rest von meinem Mais. Das war es jetzt mit der Aussaat draußen. Hau den doch! Und steh auf, du Blödmann!
das bin ich 17. Animal Bite. Was ist das denn? Using any Bandage. Ist er jetzt weg, der Biss? Ja, der Biss ist weg, schön. Da ich sowieso wieder voll bin, gehen wir wieder leer machen. Ist ja direkt in der Nähe, sonst würde ich vielleicht mehr scrappen. Aber ist direkt in der Nähe, dann können wir genau das Rutschen latschen eben leer machen. Hier nie reingekommen. Ich bin's doch falsch, ich will doch wieder raus. Der ist schon tot. Apotheke ist in dem Mod unglaublich wichtig, weil man hier erste Heilmittel bauen kann, wenn die Stahlherstellung steht. Ausdauerpause machen. Heute Nacht gucke ich nach, ob ich eine Peitsche machen kann oder sowas, um den einzufangen.
Sehr schönes Zeug, aber leider nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Crossbow haben. Letztes Mal den Motivation Crossbow, der war richtig gut. Ist ja alles nichts voll, kann ich nicht mehr irgendwie was machen. Also wieder wegbringen hier. Das Schwein im Auge behalten. Und dann noch ein bisschen Eisen sammeln. Ist hier wieder der Ausgang. So, Ressourcensteine sind angesagt und noch ein bisschen Holz. Reparieren, weil ich oben noch ein bisschen von diesem geskreppten Stahl habe. Den kann ich, glaube ich, umwandeln zu einem Stahlbarren. Und dann müsste ich die was ist das? Machete. Dann müsste ich die Machete repariert kriegen. Aber das sehen wir ja morgen. Das ist so ein Ressourcentree. Und was hat der? Na, da kann ich nichts erkennen. Ich denke, einen Stein und einen Baum machen wir noch. Und dann gucken wir mal. Thank you.
Kann doch hier gar nicht reingekommen sein, die Spinne gerade. Diesmal wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye, bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 3 wieder. Tschüssi.